Da wir mitten in der Bergpredigt sind, liebe Schwestern und Brüder, hört das so schnell noch nicht auf mit den heftigen Ansprüchen Jesu, die er formuliert, über die wir letzter Tage schon nachgedacht haben. Das viel diskutierte Thema ist dann heute an der Reihe, in der Antithese. Alles, was Ehebruch angeht und Ehe. Versuchung, Lust, Sünde. Das ist nach Augustinus, so wie er dieses Stück der Bergpredigt auslegt, das ist der Dreischritt, wie das Ganze in Gang kommt, die Dynamik. Und Jesus macht darauf aufmerksam, dass das schon sehr früh beginnt, nämlich im Herzen, mit dem Blick, mit den Sinnesorganen. Da ist nach außen hin noch nichts passiert. Wenn Sie uns einen Augenblick vorstellen, dass man außen ablesen könnte, was bei uns innen alles los ist. Gute Nacht auch. Nun könnte man sagen, was Jesus hier zum Ehebruch sagt, das ist eine richtige Männerperspektive. Also müssten sich hauptsächlich die Männer angesprochen fühlen, während die Frauen dann fein raus. Man könnte weitergehen und sagen, ich bin noch nicht mal verheiratet. Muss ich überhaupt nicht zuhören an dieser Stelle. Noch feiner raus. Aber es ist wiederum Augustinus, der in einer tiefen Sicht darauf aufmerksam macht. Und diese Sicht führt uns gleichzeitig dazu, warum das bis heute ein so brisantes Thema ist. Das ist nicht einfach etwas, das sich gesellschaftlich ändert. Wie wir das jetzt immer ja auch von kirchlichen Medien eingetrichtert bekommen. Sondern hier ist zutiefst das Verhältnis Gottes zur Welt berührt. Hier ist zutiefst das Verhältnis Christi zu seiner Kirche berührt. Und damit sind wir alle im Boot, zumindest alle, die getauft sind. Denn immer wird dieses Verhältnis im Sinn einer Ehe nicht nur dargestellt, sondern es ist eine Ehe. Durch die Taufe sind wir Leib Christi. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Leib reinzuhalten. Und deshalb wird Götzendienst, egal ob das nun Geld heißt oder Karriere oder sonst irgendetwas, wird immer als Unzucht beschrieben in der Heiligen Schrift. Obwohl es ja zunächst auf den ersten Blick mit Sexualität gar nichts zu tun hat. Es ist Unzucht. Weil man seine eigene Existenz jemand anderem überlässt, sich jemand anderem ausliefert. Deshalb sind wir und wir tun gut daran als Katholiken, sehr wachsam zu sein, was diesen Bereich angeht. Denn auch die Ehe zwischen Mann und Frau ist sozusagen eine kleine Zelle dieses großen Verhältnisses zwischen Christus und seiner Kirche. Und das kann man nicht einfach irgendwelchen Veränderungen oder Moden unterwerfen. So schwierig das sein mag, alles. Es sind viele Probleme damit verbunden, aber auch das merken wir bei uns selber. Wenn wir unser Leben, unsere Existenz als Christen, unser Getauftsein so verstehen, dass wir quasi in einer Ehe mit Christus leben, in einer sakramentalen Ehe. Sind wir ihm immer treu? Kann man das bei uns ablesen, dass wir ihm so sehr verbunden sind, auch wenn wir nicht wie die Ordensfrauen hier unter uns einen Ring am Finger tragen? Kann man unser Treueverhältnis zu Christus sehen, erkennen? Und legen wir Wert darauf, sodass wir geschützt sind. Denn diese äußeren Zeichen sind natürlich immer auch ein Schutz. Zu wissen, der oder die ist nicht zu haben. Machen wir das den Kräften, die auf uns einwirken, unserer Gesellschaft, aber auch sämtlichen dämonischen Kräften immer klar, dass wir vergeben sind, dass wir ganz und gar zu Christus gehören, dass wir mit ihm leben, und nichts anderes wollen? Genau auch dieses Thema spricht Jesus hier in der Bergpredigt an.